Wenn man sich die Bitcoin anschaut, das klingt ja so, also ich glaube, es gibt, also die letzte Zahl, die ich mir da angeschaut habe, die ist jetzt schon ein paar Monate her, da gab es 20 Millionen Bitcoin-Konten. Nur 2% dieser Konten halten 94% aller Bitcoin. Also eine ganz, 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 ganz kleine Minderheit, die ganz am Anfang da waren, sind zu unermesslichem Reichtum gekommen. Es liegt daran, dass die Grenzkosten ja erstmal null sind, wenn ich so etwas starte. Und das ist ja bei der Schaffung von Euro auch nicht anders. Die Grenzkosten der Schaffung von Geld ist erstmal null. Und jetzt ist die Frage, wem gehört dieser Ertrag? Und da würde ich sagen, am liebsten ist es mir, das gehört dem Staat, weil das bin ich. Ja? Also, dass Demokratien da diese Erträge der Wertschöpfung vereinnahmen, ist mir viel lieber, als dass irgendwelche anonymen Player das vereinnahmen.